Momentan steht im Obstsortengarten Ohlsdorf, kurz Osogo, die Ernte der Johannisbeeren an. Als erstes die großfruchtige schwarze Sorte Neva. Ja, die Vögel haben die schon genascht. Ja, dafür sind sie schön süß jetzt. Gibt es einen guten Saft. Vorher waren sie größer. Ja. Merkt man, die Hitze in den letzten Wochen. Die sind wirklich klein heuer. Der Rest ist eine große Sorte. Dank der unüblich kleinen Früchte fällt der Ertrag bei Neva eher mau aus. So. Insgesamt wachsen hier 120 Sorten von Johannisbeeren, auch Ribisel genannt. So, passt. Gut, dann schneiden wir die noch. Okay. Daher stehen die Chancen gut, dass Gabi und Klaus Strasser eine finden, die besser trägt. Ja. So richtig üppig sieht es aber auch bei der Sorte Glasperle nicht aus. Wir müssen keinen Ertrag beernten oder sonst irgendwas. Also alles, was der Besucher verkostet, ist eigentlich die unsere Hauptaufgabe von unserem Garten, dass die wirklich unterscheiden können zwischen den zum Beispiel 120 verschiedenen Ribiselsorten, die alleine bei uns im Garten wachsen. Und warum die Johannisbeeren dann überhaupt ernten? Also mittlerweile sind die meisten Besucher die Vögel. Das heißt, recht lang wäre da nichts mehr oben. Und so müssen wir uns zumindest ein bisschen was für den eigenen Marmeladen und eigenen Säfte auch sichern. Wir vergönnen es zwar dem Vögel, aber ein bisschen was brauchen wir selber auch. Es ist schon schön, wenn man dann die fertigen Flaschen sieht und die fertigen Gläser. Es ist so richtig den Sommer verpackt für den Winter. Die Ruten sind für die spätere Vermehrung gedacht, um die Sortenvielfalt im Schau- und Lehrgarten zu erhalten. Auf 12.000 Quadratmetern können Besucher knapp 3.000 verschiedene Obstsorten verkosten. Darunter alleine 2.300 verschiedene Äpfel, von denen jede Woche andere reif sind. Klaus Strasser gibt daher regelmäßig den Vorkoster. Ja, der schaut schon ganz gut aus. Wird schon. So kann er die Besucher gezielt zu den reifen Sorten schicken. Schließlich sollen sie ja den für sich perfekten Apfel finden. Denn selbst die beste Sorte schmeckt nicht, wenn sie zum falschen Zeitpunkt verkostet wird. Ja, das passiert leider Gottes immer wieder. Ja. Und das tut einem dann ganz besonders weh. Aber wenn ein Apfel noch nicht reif ist oder schon überreif ist, ja, dann hat er einfach nicht mehr diesen besonders perfekten Geschmack. Ja. Und bei Sorten, die man gerade nicht in den richtigen Reifezustand erwischt, ja, ist mir dann immer ganz besonders laut. Aber ich verstehe die Leute. Alles, was hier wächst, ist ungespritzt. Das soll einen Vergleich zwischen den Sorten hinsichtlich der Pflanzengesundheit erleichtern. Für noch bessere Vergleichbarkeit sind alle Bäume auf dieselbe Unterlage veredelt. In Kübeln wachsen sie, damit sie leichter verpflanzt werden können. Außerdem wurden die Bäume schräg in eine Richtung gepflanzt. Der Grund dafür? So fallen alle Äpfel auf dieselbe Seite. Praktisch fürs Aufsammeln. Das macht Klaus Strasser alle zwei Tage. Denn einerseits soll immer genug für die Besucher da sein, andererseits soll nichts verkommen. Das ist der Spagat, den die Strassers während der Saison ständig machen müssen. Hinzu kommt die umfangreiche Pflege. Da muss es mit der Verarbeitung schnell gehen. Entsaften, einkochen und dörren, bis der Garten leer ist. Dass du unseren Garten leer isst, ja, das ist nahezu unmöglich, ja, mit den normalen Besucherzahlen. Also einzelne Sorten, ja, die was halt in einem Jahr mal ein bisschen weniger haben und so. Aber durch die Bank, durch das, dass wir eben so eine riesige Vielfalt haben, ist immer genug da, sowohl für die Besucher als auch für uns noch. Genug Obst, aber auch viel Arbeit. Es gehört einfach dazu. Man kann ja nicht Obst, was reif ist und was wertvoll ist, einfach irgendwo im Kompost schmeißen. Nebenbei, man lernt auch wieder damit. Ja. Also es ist auch unser Lerngarten. Und jeden Apfel, den ich in der Hand habe, funktioniert mein Gehirn schon wieder und überlegt, was könnte das für eine Sorte gewesen sein.
Bei manchen Äpfeln bleibt nach dem Putzen kaum etwas übrig. Wegwerfen kommt für Klaus Strasser trotzdem nicht in Frage. Man kann immer irgendwas draus machen, außer es ist schon komplett verfault, aber so weit lassen wir es nicht kommen. Die heutige Ernte wird zu Knusperwürfeln. Dazu häckselt Klaus Strasser die Apfelstücke mit der Gemüsewürfelmaschine. Dann kommen sie für mehrere Stunden in den Dörrautomaten. Und zwar so lange, bis der enthaltene Fruchtzucker karamellisiert ist und die Äpfel schön knusprig sind. Auch die Johannisbeeren sind mittlerweile entsaftet und Gabi Strasser kann abfüllen. Der Saft ist mit etwas Zucker versetzt und die ideale Grundlage für Schorlen oder Dessertsoßen. Morgen geht es für Gabi und Klaus Strasser mit der Arbeit von vorne los. Und das freiwillig und unbezahlt. Denn der Obstsortengarten Uhlsdorf ist ein gemeinnütziger Verein. Besucht werden kann er ganzjährig und kostenfrei. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Dort gibt's noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.